Admirals, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge OMSI mit dem DLC Busbetrieb Simulator. Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute fahren wir die Linie M29 von Roseneck nach Bahnhof Hermannplatz. Und ja, schauen wir mal. So, haben wir noch ein bisschen Zeit, 3 Minuten 50. Muss jetzt erstmal alles einstellen, es funktioniert hier nicht so ganz mit dem M29. Jetzt steht bei mir nur 29. Aber trotzdem nach U-Bahnhof Hermannplatz, das sollte eigentlich funktionieren. Ich hoffe, dass das auch alles weit funktioniert. Heute war ein bisschen komisch gewesen, das einzustellen hier mit OMSI. Was jetzt natürlich jetzt nicht allzu tragisch ist, weil es läuft ja aktuell. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich den Busbetriebssimulator nur morgen spielen kann. Der, so im Laufe des Tages sind die Server wahrscheinlich wirklich so überlastet gewesen, oder sind so überlastet, dass ich wirklich einfach nicht dazu komme, OMSI, den Busbetriebssimulator, zu starten im Multiplayer. So Singleplayer natürlich geht ohne Probleme, das sollte auch bei jedem dann funktionieren. Es geht nur, wie gesagt, so um den Online-Modus. Und was mir aufgefallen ist, ist natürlich jetzt auch wieder eine neue Version rausgekommen, jetzt zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt. Die machen den Modus schwerer, den Online-Modus, dass man hier eine eigene Firma gründen kann. Ja, ein bisschen schade, denn weil das dauert hier echt, bis ich mal euch hier irgendwas zeigen kann aus dem Menü, ja. Wenn man eine eigene Firma gründet, das finde ich ein bisschen schade. Hoffe, dass sie das da eventuell nochmal irgendwann jetzt fertig machen. Aber werden wir mal gucken. Erstmal sind wir jetzt hier Angestellter und werden jetzt erstmal hier unsere Touren fahren. Und solange das mindestens funktioniert, bin ich eigentlich schon happy. Definitiv, ja. Bei uns ständig nass. Ich verstehe das gar nicht. So, wie gesagt. Nach Wittenbergplatz. Guten Tag. Morgen. Morgen. Stimmt ja. Ach, ist schon wieder viel zu schnell hier. Genau, wir fahren ja vom Roseneck. Nach Wittenbergplatz, weiter geht's ja leider nicht, da ist ja der DLC dann zu Ende. Was ich ein bisschen sehr schade finde. Ich würde mich da gerne mal so eine Zusatzerweiterung freuen. Eine DLC zum DLC, ne? Könnte praktisch so sagen, das wäre eine ganz coole Sache. Denn ich finde diesen DLC ja sowieso, ja, habe ich schon so oft gesagt, einer der besten DLCs hier für OMSI. Und da könnten sie ruhig nochmal was nachlegen. Werden uns dies aber auch wieder mal ein bisschen so ans Tempo halten. Weil hier nicht ständig immer Tickets bezahlen müssen. Weil, wenn wir hier irgendwie mal vorwärts kommen wollen, dann sollten wir vielleicht nicht immer nur Tickets bezahlen. Das wäre schon ganz praktisch, aber machen wir natürlich alle schon ganz gemütlich. War auch ein langes Wochenende gewesen, muss ich dazu gestehen. Viele Aufnahmen gemacht hier für euch. Sogar ja noch mit Space Engineers und so. War es noch ein bisschen Arbeit gewesen. Hallo.
Aber somit haben wir jetzt für die ganze Woche durchweg Folgen für OMSI. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Das war, die ganze Woche, dass wir was zu sehen haben. Weil ich würde dann nämlich wahrscheinlich jetzt zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt, ist jetzt Sonntag, wenn ihr die Folge seht, dürfte es jetzt Samstag schon in einer Woche sein, eine kurze Pause machen. Vielleicht funktioniert das denn, dass sie da irgendwie ein neues Update rausbringen. Delbrückstraße. Ja, fahren wir natürlich hier unter Strom. Schönen guten Tag, einen normalen Fahrschein. Och Mann, warum zahlt ihr denn immer alle mit so viel Geld, ey? Gewöhnt euch an, Klingel mitzunehmen. Das ist ja Wahnsinn. Straße. Oh, da kommen Zwillinge. Hallo. Guten Morgen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Ich wollte gerade sagen, sah aber nicht danach so aus. Bismarckplatz. Eieieiei. Eine rote Ampel. Boah, ein bisschen müde. Wahnsinn. Das ist schon. Aber wenigstens haben wir jetzt genug Folgenden. Wie gesagt, ich bin gespannt, in welcher Richtung sich der ganze Busbetrieb zum Monate sich nur entwickelt. Ich hoffe wirklich nur zum Guten. Da er das wirklich echt verdient hat. Hatten auch in der letzten Folge uns ein bisschen über mein Fazit unterhalten, wie ich ihn bis jetzt aktuell einschätze.
Und doch, ich bleibe immer noch dabei. Sollten die das echt besser hinbekommen, dass mit dem mit dem Online-Modus, dann könnte das einer der besten DLCs werden, die das schaffen. Da haben wir genug Zeit, von daher können wir auch mal ein bisschen langsamer ranfahren. Morgen, guten Tag. Ein Fahrschein, bitte. So, Fahrschein und wieder. Ein Fahrschein, bitte. Ermäßigt. Was hatte... Einen normalen Fahrschein, bitte. 70 Euro. Was gibt sie denn? Da ist doch 1,60 Euro, nicht so? Ich habe keine Ahnung. 1,60 Euro, ja. Jetzt sollen wir uns schon wieder sputen, weil es jetzt schon wieder spät ist. Toll, und das jetzt auf Okuda. S-Bahnhof Einmal normal, bitte. Hallo, so. Guten Morgen. Hier sind wir die Tickets. Ich hätte morgen gern eine Tageskarte. Guten Tag. Kurfürstendamm. Boah, was ist denn hier los? Boah, Menschenansammlung. Guten Tag. Eine Kurzstrecke, bitte. So, Kurzstrecke normal. Einen normalen Fahrschein, bitte. Hallo. Morgen. Ja, morgen. Einmal normal, bitte. Ja, super. Hallo. 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 Guten Tag. Da ist es ja rappelvoll. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben 71 Leute von 77 drin. Alter Falter. Sind alle aus dem Seniorenheim gekommen. Lenina Platz, schau hin.
gerade schon wieder im Bereich Verspätung. Der Wahnsinn. U-Bahnhof Adenauerplatz. Wahrscheinlich viele aussteigen. Es ist relativ laut da hinten. Wir wollen auch schon massig Leute wieder zusteigen hier. Ai. Auch unterfahren kann, muss er einfach mal testen. Jetzt immer wieder warten auf die Ampel und die dauert ja manchmal so ewig. Ist der Kudamm hier. Aber eigentlich ist es hier viel, viel voller, so mit von wegen Verkehr und so. Das sieht hier schon total harmlos aus. Fährt uns einfach rein. Das ist wieder so typisch Omsi. Der Lehrer, unser Bus, Gott sei Dank, war nun doch schon echt voll. So, bin mal gespannt, die Auswertung, weil wir extrem viele Tickets hier verkauft haben, das Mal. Bahnhof. Straße. So, Uhlandstraße. Dauert nicht mehr lange bis zum Wittenbergplatz, dann sind wir durch.
Cinema Paris. Das steht wirklich da in der Ecke. Schon cool. Aber noch keine Schäden irgendwie festgestellt vom Vorgänger irgendwie. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Er ist super leer hier, der Kudamm heute gewesen. Das ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn, sind wir extrem gut durchgekommen hier durch den Kudamm. Haben auch schon wieder extrem Zeit gut gemacht. Dafür, dass wir hier so sehr schnell durchgekommen sind. Ja, hier links, wie gesagt, für alle, die es nicht wissen, hier geht es dann zum Zoologischen Garten. Hier geradezu zum Wittenbergplatz. Und hier rechts geht es dann zur Bundesallee. So, achso, Türe auf bitte. Wollen wir welche einsteigen? Ich bin ja unfreundlich. So. Jetzt raus. Jetzt raus. Center. Ja, alles voller Baustelle. Ja, also hier ist absolutes Chaos. Deswegen wundert es mich. Es ist wahrscheinlich Sonntag, früh morgens um 8 Uhr. Deswegen sind die Straßen hier leer. Ja, das ist eigentlich auch bei OMSI, sind die meiner Meinung nach viel, viel voller hier. Wundert mich ein bisschen. Ja, du stehst auch falsch, Kollege. Morgen. So, da vorne ist schon Wittenbergplatz. U-Bahnhof Wittenbergplatz. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Also wie gesagt, Tickets haben wir ordentlich verkauft in der Runde. Weißt du, was bringt uns ja nichts extra.
So, dann sind sie alle raus. Genau, wir drehen jetzt nur noch und dann ist Schicht beendet. Da ist es schon. Sehr gut, den Pfad abschließen. Ja, das hier, Haltestellen 18, pünktlich erreicht. 360 von 360 Punkte, Verkehrsunfälle 0, Fälle zu Fußgänger 0, 100%. Gefahrene Strecken sind bei jetzt 6,3 Kilometer. Verkaufte Tickets insgesamt haben wir 39,70 Euro eingenommen. Und der Fahrstil wird besser. Unser Fahrstil wird besser. Aber Fahrscheinverkauf hat sich ein bisschen verschlechtert. Ein bisschen zu lange gebraucht wahrscheinlich. Sehr gut, 90%. Das ist doch mal ein starkes Stück. 1105 Euro mit Abzüge. Wow, bekommen wir ganze 354 Euro. Das ist schon bitter, oder? Das ist schon wirklich sehr bitter. Zurück ins Büro. Ja, ihr Lieben, das war's aber für die Folge heute. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter hier mit Omsi. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann bedanke mich natürlich an der Stelle. Sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.